Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Blodarek Life Coaching. Sie können diesen Kanal kostenlos abonnieren und dann bekommen Sie jeden Samstag gute Ratschläge zu allen Themen dieses Lebens. Ich bin Eva Blodarek, Psychologin, Coach und Buchautorin. Und hier geht es jetzt um Entwertung und zwar beruflich ebenso wie privat. Sie erfahren 7 Gründe, warum man sie entwertet, denn es ist sehr wichtig, auch die Ursachen zu kennen. Und dann bekommen Sie 5 Tipps, wie Sie sich effektiv dagegen wehren können. Nun gut, also eine abwertende Bemerkung kann immer mal passieren. Aber wenn Sie häufig über längere Zeit entwertet werden, dann sollten bei Ihnen wirklich alle Warnlämpchen angehen. Die Gründe, warum sich jemand entwertet, sind vielfältig. Und es ist wichtig, sie zu kennen, damit sie ihnen auch in der richtigen Weise begegnen können. Und vor allem, damit sie sich den Schuh nicht anziehen, sondern wissen, aus welcher Ecke diese Entwertung kommt. Und dass sie sich nicht am Ende auch noch tatsächlich wertlos fühlen. Denn es kann schnell passieren, dass ihr Wunderpunkt getroffen wird oder dass sie sich verunsichern lassen. Entwertende Menschen sind da meistens sehr geschickt. Und deshalb möchte ich Ihnen gerne die Hauptgründe vorstellen, warum jemand sie entwertet. Denn wenn Sie das einordnen können, können Sie besser damit umgehen. Der erste Grund sind Minderwertigkeitsgefühle. Die entwertende Person spürt, dass sie ihr irgendwo überlegen sind. Das bezieht sich vielleicht auf ihr Können oder auf ihren Charakter. Etwa wenn sie ehrlich sind, integer sind oder authentisch. Und allein ihr Anblick oder ihr Verhalten zeigt der entwertenden Person permanent ihr eigenes Defizit. Und weil sie das nicht ertragen kann, macht sie sie runter. Also Minderwertigkeitsgefühle. Der zweite Grund kann Selbstherrlichkeit sein. Das bedeutet, die entwertende Person ist sich ihrer selbst absolut sicher. Sie kann beurteilen, was richtig oder falsch ist. Und sie nimmt sich das Recht, auch sie zu beurteilen. Und zwar mit abwertenden Worten. Diesen Grund für Entwertung habe ich übrigens häufig bei vermeintlichen Autoritäten gefunden. Etwa im Bereich Medizin oder Psychotherapie oder Coaching. Da setzt sich jemand aufs hohe Ross und glaubt, sie als Laie entwerten zu dürfen. Der dritte mögliche Grund ist Rachegelüste. Die entwertende Person hat selber Übles erlebt und nun lässt sie das an anderen aus. Etwa ein Mann oder eine Frau sind betrogen worden oder verlassen worden oder abgelehnt worden. Und nun lassen sie sämtliche Männer und sämtliche Frauen, mit denen sie zu tun haben, das büßen, indem sie sie schlecht behandeln und ständig klein machen. Ich sah kürzlich eine Dokumentation über einen bekannten Schauspieler. Er gab zu, dass er seine 3 aufeinanderfolgende Ehefrauen schlecht behandelt hat, um sich unbewusst an seiner vermeintlich lieblosen Mutter zu rächen. Und erst eine Therapie hat ihm geholfen, sich anders zu verhalten. Die vierte Möglichkeit, warum sie jemand entwertet, ist, sie haben eine Blitzableiterfunktion. Die entwertende Person ist gerade frustriert oder verärgert oder wütend und enttäuscht. Und da kommen sie gerade recht, damit sie sich abreagieren kann. Diese Person schlägt dann um sich und es trifft nun gerade sie. Etwa der Chef schreit den Mitarbeiter an, sind Sie nun eigentlich so blöd oder tun Sie nur so? Oder die Freundin kränkt sie, ach du hast ja gar keine Ahnung, du kommst ja selbst nicht zurecht. Wenn Sie häufig in der Nähe der entwertenden Person sind, dann werden Sie immer wieder zum Blitzableiter gemacht. Also das vierte, Sie werden zum Blitzableiter. Die fünfte Ursache ist, da ist jemand neidisch auf Sie. Sie haben etwas, das diese Person gerne hätte. Etwa einen liebevollen Partner oder eine Partnerin. Oder Sie haben die schönere Wohnung. Oder Sie haben mehr Erfolg im Beruf. Dann muss diese Person das, was Sie sind oder was Sie haben, runtermachen. Sie haben das angeblich zu Unrecht erworben. Oder es hat diesen oder jenen Mangel. Die finden dann auch immer das Haar in der Suppe. Also Neid.
Die sechste Möglichkeit, warum sie jemand entwertet, kann auch Antipathie sein. Da kann sie jemand einfach nicht leiden, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht gefällt ihm ihr Gesicht nicht oder ihre Sprache oder ihre Kleidung oder ihre Religion oder ihre ethnische Zugehörigkeit. Und nun hackt er auf ihnen herum und sie wissen überhaupt gar nicht, womit sie das denn eigentlich verdient haben. Der siebte mögliche Grund ist fehlende Empathie. Hier kann sich jemand nicht in sein Gegenüber hineinversetzen und hat überhaupt kein Gespür dafür, was einen anderen kränkt oder verletzt. Das ist der Fall bei sogenannten Psychopathen oder auch bei Narzissten. Denen fehlt jegliches Mitgefühl und die können ohne jede Schuldgefühle mobben und klein machen. Also, das ist der siebte Grund. Was können Sie nun tun? Sie wissen jetzt, aus welcher Quelle diese Entwertung kommt. Das ist natürlich wichtig, damit Sie auch wissen, wie Sie darauf eingehen können. Und im Detail möchte ich Ihnen jetzt gerne 5 Tipps geben, wie Sie damit umgehen können. Das erste ist, finden Sie die Ursache. Nehmen Sie diese 7 Gründe, die ich Ihnen vorhin genannt habe, so als eine Art Checkliste. Und vertrauen Sie Ihrer Wahrnehmung. Sie haben ein gutes Gespür dafür, warum sich die entwertende Person so verhält. Und fragen Sie sich, was könnte Ihr persönliches Motiv sein? Machen Sie sich dann bitte klar, dass diese Person versucht, ihr eigenes Problem zu verdrängen oder auch sich emotional zu entlasten, indem sie sie entwertet. Wenn Ihnen das bewusst ist, dann gelingt es dieser Person nicht so schnell, sie zu verunsichern, weil sie in dem Moment ja wissen, das ist ihr Problem, also das Problem dieser entwertenden Person und nicht ihr eigenes. Mein zweiter Tipp, was Sie tun können, ist, wehren Sie sich sofort. Weil Sie selber sicherlich anders sind, einen anderen Charakter haben, können Sie kaum glauben, dass jemand so bösartig und so manipulativ ist. Und Sie versuchen als rätliche Person erst einmal eine friedliche Lösung zu finden. Nun ja, gewaltfreie Kommunikation ist gut und schön, aber hier gilt, wehret den Anfängen. Verzögerung ist bei Entwertung fehl am Platz. Ich kann Ihnen nämlich versichern, das wird sonst immer nur noch schlimmer. Machen Sie der entwertenden Person sofort klar, dass Sie keine Abwertung dulden. Und wenn sie etwas zu kritisieren hat, dann soll sie das bitte angemessen und sachlich tun. Und machen Sie ihr auch klar, dass sie mit Konsequenzen rechnen muss, falls sie in dieser Form weitermacht. Mein dritter Tipp ist, suchen Sie sich Verbündete. Wenn die Entwertung schon bei Ihnen gegriffen hat und Sie sich unsicher oder klein oder wertlos fühlen, dann ist es gut, sich vertraute Menschen zu suchen, die Ihnen unvorbelastet Feedback geben können. Oft weiß man nämlich in so einem Fall selbst nicht mehr, was richtig und falsch ist und ob die Anschuldigungen nicht vielleicht doch berechtigt sind. Dann können Ihnen neutrale Beobachter sagen, du weißt du, das ist unmöglich, wie sich diese Person verhalten hat, lass dir das nicht gefallen. Oder Sie hören, was er oder sie tut, ist nicht normal. Im beruflichen Zusammenhang ist es auch hilfreich, dass Sie sich Zeugen für das entwertende Verhalten holen. Denn das geht auch leicht ins Mobbing über und vielleicht schauen Sie sich dazu auch mal mein Video über Mobbing an. Viertens, haben Sie keine Angst. Manchmal meinen wir könnten es uns nicht leisten, aufzubegehren und uns zu wehren. Wir haben gute Gründe dafür, meinen wir, dass wir so den Kopf einziehen und stumm unter der Entwertung leiden. Etwa, wenn wir die Beziehung zu dem Freund oder dem Partner oder der Partnerin aufrechterhalten wollen. Oder wenn wir in einer beruflichen Abhängigkeit sind, weil wir so schnell keinen anderen Arbeitsplatz finden. Ich kann Ihnen aber dennoch nur ans Herz legen, nichts auszuhalten. Eine dauerhafte Entwertung macht Sie krank, und zwar seelisch und körperlich. Und egal jetzt, ob es beruflich oder privat ist, finden Sie unbedingt einen Weg, sich aus dieser toxischen Umgebung zu lösen. Und nehmen Sie unbedingt 5. fachliche Unterstützung in Anspruch.
Gute Psychologinnen und Coaches können Ihnen bei permanenter Entwertung den Rücken stärken. Sie können Ihnen auch Kommunikationstechniken vermitteln, mit denen Sie der entwertenden Person souverän Kontra geben können. Und zwar ohne, dass Sie sich angreifbar machen. Im beruflichen Umfeld oder wenn es um eine Trennung geht, dann sind möglicherweise auch Fachjuristen und Juristinnen Ihre Ansprechpartner. Also Sie werden sicherlich jemanden finden, der sich in dem Bereich auskennt und Sie unterstützen kann. Ich wiederhole nochmal die Tipps, wie Sie sich gegen Entwertung wehren können. Erstens, finden Sie die Ursache. Zweitens, machen Sie sich den Grund der Abwertung bewusst. Drittens, suchen Sie Verbündete. Viertens, haben Sie keine Angst. Fünftens, nehmen Sie fachliche Unterstützung in Anspruch. Das Allerwichtigste ist, vergessen Sie nicht, Sie sind wertvoll. Wie jeder Mensch haben Sie Schwächen und Fehler, aber niemand hat das Recht, Sie zu entwerten. Wenn Sie sich noch intensiver selbst stärken möchten, dann habe ich auch das passende Buch für Sie, was Ihnen helfen wird, sich selber gerade aufzurichten und sich gegen Angriffe zu wehren. Und zwar ist das Buch Die Kraft der Wertschätzung, wie Sie sich selbst und anderen positiv begegnen. Das ist bei DTV erschienen und Sie bekommen es in jeder Buchhandlung. Dann gibt es noch mal einen Online-Kurs, Selbstvertrauen stärken, gelassen ich selbst sein. Der ist für Frauen. Und Sie finden alle Informationen dazu auf meiner Website blodarek.de unter Angebote. Die Inhaltsangabe und auch einen kostenlosen Schnupperkurs. Ja, damit sind Sie mit diesem Paket sicher schon gut versorgt. Und ich freue mich, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, kostenlos, wenn Sie weiter sagen, dass es ihn gibt. Und mir auch einen Daumen geben, wenn Ihnen dieses Video etwas genutzt und gefallen hat. Und last but not least freue ich mich über Ihre Kommentare, wenn Sie mit uns Ihre Erfahrungen teilen. Denn das ist für alle, für mich und auch die ganze Community interessant. Was ich Ihnen jetzt zum Schluss wünsche, können Sie sich sicher denken. Ich wünsche Ihnen, dass die Menschen, die Sie umgeben, ihren Wert sehen und Sie auch entsprechend schätzen. Alles Gute!